12. Mai, Tag 17, vom Ukraine-Krieg. Wir sind im Rheinhofsletz vorbeigegangen. Die humanitäre Hilfe, das ist eine Hilfe, die Hans Opplicher in Szene gesetzt hat. Er ist überall dabei. Das Problem ist, dass man auch aufpassen, dass niemand weiss, wo wir gehen. Also drei Pausen für uns, wir sind zum Roman gegangen. Roman, du lebst in der Schweiz, du bist Ukrainer. Wie erlebst du diese Zeit jetzt? Ja, ich jetzt von Ukraine, aber jetzt wohnen in der Schweiz mit meiner ganzen Familie. Meine ganze Familie geht zu mir von der Ukraine, meine Frau, Tochter und kleine Enkel, 10 Monate Baby. Und wir jetzt wohnen. Herr Hans geben Wohnung zu unserer Familie. Vielen Dank Hans und vielen Dank Schweizer Leute. Du bist zugleich auch noch Pole, gell? Also die Situation ist schwierig, oder nehme ich an? Ha? Ja, ich habe legal zwei Passport, Polen und Ukraine. Ja. Und möchte legal arbeiten in Schweiz und meine Familie kommt zu mir von Ukraine und wir jetzt wohnen in Schweiz. Vielen Dank, noch einmal vielen Dank. Flüchtling könnt und du hast sofort Hilfe geleistet. Wie hast du das angepackt? Ich bin da gestanden. Mein Mann ist letzte Woche als Erster mit dem Bus, wo der Hans das angefangen hat, rausgefahren und hat die ersten Hilfsgüter gebracht. Und ich konnte nicht daheim bleiben. Und dann habe ich hier angefangen und seitdem bin ich mittendrin. Hast du können schlafen, wo dein Mann weg war? Ja, selbst schon, aber es ist eine Ungewissheit. Oder? Man weiss nicht, was er erlebt hat draussen. Und ja, es war einfach ein Risiko gewesen, ja. Und dann sind aber 28 Leute, habe ich gehört, vom Hans gekommen. Und du hast da irgendwie alle zack, zack untergebracht. Also, ja, wie war denn das gewesen? Also, bist du auf offene Ohren gestossen da? Unglaubliche Solidarität habe ich erfahren, oder haben wir alle erfahren, die letzten zwei Wochen. Wir haben insgesamt über 50 Leute haben wir untergebracht in privaten Unterkünften. Jetzt wird es natürlich schwierig, gell? Auf der einen Seite Hilfsgüter nach der Ukraine, auf der anderen Seite sind ja Leute, die daher kommen natürlich. Also jetzt wird es ganz schwierig, oder? Ja, es ist eine kleine Challenge, ja. Wir stoßen auch langsam hier an die Grenze. Aber wir haben angefangen, ein bisschen unterteilen zwischen was geht raus, Direkthilfe, und was brauchen wir hier. Wir haben den Tag 17 vom Ukraine-Krieg. Die Ukrainer Truppe haben gemeldet, dass Kiew gleich langsam in russischen Zangen ist. Es ist eine verheerende Vernichtungsaktion. Hier haben wir Frühling, 16 Grad. Kann man irgendwie fast nicht mehr so richtig geniessen, gell? Nein, nicht wirklich. Vor allem, wenn man weiss, wie viel Grad das draussen haben. Also dort reden sie noch von Minus, oder? Und die frieren. Ja, ja. Das ist wirklich nicht so. Ja, nicht gerade wirklich schön. Allgemein, also ich schaue nicht mehr grosse Nachrichten, weil wir werden hier viel zu viel rein, für die herkommen und erzählen, oder? Mhm. Und das sind krasse Storys. Dann ist alles wieder an einem anderen Ort und dann muss ich wieder schauen, was wo ist, dass wir ja auch nichts wegnehmen, wo nicht sollte. Also das, doch ein riesen Stress, gell? Das, ja, zum Teil schon, dass die Ware, einfach, die wirklich in der Schweiz bleibt, vorläufig da ist. Sobald wir Nudeln haben in X-Pack, tun wir es wieder verpacken, in die Paloxen rein und dann geht es wieder weg. Aber solange wir keine ganze Paloxen füllen können, hat es keinen Wert. Und darum tun wir immer wieder ein bisschen stoppen zwischen dir, auch mit den Helfern, sagen, wir müssen erst am Mittag kommen. Nicht, dass da 10 Leute rumstehen und wir haben nichts zu tun. Und sie können daheim auch noch etwas machen und müssen auch etwas machen. Wenn ich auch sollte, aber das ist jetzt eine Nebensache. Gut. Ja, also gut, Nebensache. Ich meine, du bist jetzt so gleich die Logistikzentrale eigentlich, oder? Nein, so ist es nicht. Ja, wenn man die Zettel alles anschaut, das ist ja ein Wahnsinn, gell? Du anschänzen. Anschänzen? Aber ist wichtig, oder? Wie ja. Wie verträgst du es psychisch, weißt, mit all dem konfrontiert zu sein? Ich tue es ausblenden. Ja. Ich tue es wirklich ausblenden, ich schaue fast keine Nachrichten. Ich tue mich nur schnell am Morgen informieren und dann ist es nachher fertig. Und wenn die Leute herkommen? Ich habe wenig zu tun mit den Flüchtlingen, die kommen. Ich bin eher für die, die eben helfen, da zuständig und tue die ein bisschen umkommandieren.
Und gleich gerne kann man sagen, in der Schweiz, wo bei allen Problemen noch Paradies ist, irgendwie steht man gleich fast auf einmal mitten im Krieg drin. Auch wenn man es ausblendet, ein bisschen beschäftigt es einem gleich. Oder? Ganz klar. Ja. Ganz klar. Es macht Angst. Es macht traurig. Es macht böse und einfach zornig. Auf eine Art ganz, ganz fest zornig. Dass ein Mensch so kann sein, so etwas kann anzetteln, das verstehe ich nicht. Ich muss es vielleicht auch nicht verstehen, aber es ist traurig, die ganze Geschichte. Und trotz allem machst du es so weiter. Was ist es seine Aufgabe jetzt heute genau. Morgen? Samstagmorgen, Tag 17 vom Ukraine-Krieg. Was ist es seine Aufgabe? Meine Aufgabe ist jetzt zu warten, um zu schauen, wie viele Leute das kommen, die noch Sachen brauchen. Lebensmittel, Hygiene, zum Teil Kleider. Es ist jetzt einfach ein bisschen ruhig heute. Und dann kommen natürlich wieder Passanten, die Sachen vorbeibringen. Sehr gute Ware, muss ich sagen. Also nicht nur gerade der Müll, weil die Ukraine ist nicht äussere Müllhalde. Das habe ich ganz klar von Anfang an gesagt. Was nicht ganz gute Ware ist, gehen wir nicht weiter. Weil das finde ich nicht richtig. Es ist ja immer wieder ein bisschen ruhig und dann wird es wieder ein bisschen gestresst. Aber genau. Wir vom Fernsehen können ja auch nicht Gesichter drauf nehmen. Also wenn ein Haufen jetzt so wäre, könnten wir es auch nicht zeigen. Aber manchmal geht es sicher schon sehr, sehr gestresst zu und her, nehme ich an, oder? Ja, wenn einfach ein Haufen Ware auf das Mal kommt. Und das ist so. Dann ist es ruhig, dann haben wir alles aufgeräumt. Da ist praktisch nichts mehr rum. Dann geht es 2 Stunden, dann ist die ganze Bude wieder voll. Und dann müssen wir wieder sortieren. Und das können wir nicht voraussehen. Aber die Helfer sind flexibel, wir haben einen Chat eingerichtet, wo man schreiben kann, wir brauchen das und das und das. Männer zum Verpacken, das funktioniert super. Das ist schon unglaublich, gell? Die Hilfsbereitschaft. Ja, tolle, tolle Helfer. Ja. Barbara, das merkt man, gell? Also unglaubliche Hilfsbereitschaft, auch die Leute, die herstehen, die immer ständig konfrontiert sind mit dem Ganzen. Jetzt Monika und ein Haufen andere. Und das, obwohl wir hier auch Probleme haben. Wenn du bist in der Jugendarbeit noch tätig. Wir wissen, 300'000 Jugendliche hier in der Schweiz mit psychischen Problemen, mit der Warteliste. Ja. Also wir haben selber hier genug Probleme. Und gleich, wir helfen. Also doch wirklich grossartig, nicht? Ja, das ist so. Also wir merken, dass, das haben wir auch kommuniziert diese Woche, dass die Frauen, also es kommen ja mehrheitlich Frauen und Kinder, auch mal Grosseltern über 60 dürfen einreisen, also ausreisen besser gesagt, und die sind dann wahnsinnig, die sind psychisch, die haben ein riesen Problem. Und wir haben das auch diese Woche kommuniziert und es wird jetzt auch etwas vorbereitet, dass die auch sofort Hilfe kriegen. Weil einfach, ja, irgendwann können wir nicht mehr alles abdecken, oder? Wie ist es wieder mit der Politik in der Region? Also ich finde, wir haben es hier super gemacht. Der Kanton kann man ein Krönchen setzen, echt wahr. Dort kommt nur Positives daher, haben sehr schnell reagiert. Absolut, ja. Und der Führungsstab ist ja fast hier schon im Rheinhofsalz, oder der kantonale, mehr oder weniger. Ja, wenn man weiss, was der Hans Oppliger vor 2 Wochen so als Nachtaktion auf die Beine gestellt hat. Und dann, ja, also wir sind, glaube ich, wirklich froh, haben wir Unterstützung gekriegt, ja. Dein Mann, wenn du in die Ukraine gefahren ist, was erzählt er so? Nicht viel. Nicht viel? Ja. Ich glaube, er darf nicht, er kann nicht. Ich glaube, er hat so viel Trauer und Hilflosigkeit und eine Leere. Und ich glaube, da, was er gesehen hat, das können wir nicht in Wort fassen. Und ich glaube auch noch gefährlich, gell? Du wirst beobachtet, du musst aufpassen mit Handy und so weiter. Das ist fast blöd gesagt, fast James Bond-mäßig, ein bisschen, sich dort zu bewegen, oder? Ja, das sicher. Ja. Also, ich bin nicht dort gewesen. Ich bin froh, wenn ich nicht muss gehen. Ja. Auf der anderen Seite würden wir, glaube ich, alle gerne gehen und rausfahren und die Leute holen. Ja, ich denke eben, es ist die Route. Wo fährt man durch? Wo ist es sicher? Wie kommt man zum Abladen? Eben, das ist auch etwas, oder? Wir wollen nicht, dass es irgendwo an der polnischen Grenze einfach abgeladen wird und nachher wird es irgendwie an den Flüchtlingen verkauft. Das ist nicht unser Ziel, sondern wirklich direkte Kontaktleute. Und dann wissen wir auch, dass es am richtigen Ort hingeht. Den ersten Tag kam ein Mädchen mit ihrem Kessel und hatte, glaube ich, fast 30 Franken drin. Und ihre 2 Glücksräppler, die hat sie hier uns gegeben für die Flüchtlinge, dass wir das hier her tun. Dann ist ein
von unten auf vom Rheintal ist der Martin Nägeli gekommen, mit einem Schächtel Pflästerli und der Eifränkel drauf, auch von einem Bub, hat er gegeben für, zum Spenden. Ein Schweizer Mädchen? Ja. Haben die Ukrainer schon in der Schule oder hast du schon Kontakt mit Ukrainer Kindern? Das weiss ich nicht. Ja. Aber sie tun auch dort, haben sie gestern Kuchen backen und verkauft in Wittnau oder in Diepelzau und für die Ukraine gesammelt. Das ist ganz, ganz toll. Und auch sonst die ganzen Bilder und Grüße und was auch wir bekommen mit Schöckeli und werden wir versorgt, mit Guetzli werden wir versorgt. Das ist auch schön für uns, dass wir etwas überkommen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir würden so gerne weitergehen, aber wir haben auch gerne mal ein Schöckeli zwischen dir. Wir haben hier auch mit Piktogramm, also im Hintergrund, gekriegt. Von der Fachstelle Integration St. Gallen Rheintal und auch die Mitegra hilft da stark mit, dass wir auch die zu Gastfamilien gehen, dass sie können besser kommunizieren mit den Leuten. Darum die sind hoch im Kurs, dass man da ein bisschen rauskommt. Eins ist so ein bisschen Lebensmittel und Hygiene und das andere sind so Alltagsbedürfnisse, wo man einfach Sachen machen kann. Genau, und da hat der Verein einen Helfer, also was benötigt, Hilfsgüter erstellt mit einer klaren Auflistung, was wir momentan auch sammeln. Die Öffnungszeiten von uns sind da und auch, dass man jetzt Unterkünfte sucht, so leerstehende Wohnungen, Ferienhäuser, wo niemand, also wo jetzt gar nicht besetzt sind, dass man sich da bei uns melden kann. Der Verein, ist es eigentlich eine regionale Angelegenheit oder ist es einfach Hans Oppliger? Hans Oppliger, er hat das. Also ich kann nur staunen, wie er das wirklich, das ist genial gewesen, was er da gemacht hat. Und darum unterstütze ich das auch sehr gerne. Sie haben nachher Tag der offenen Tür hinein, ja, dass wir dort können rum. Genau, ja. Und dann sollen wir da Plastik nehmen. Wir haben eben gebraucht, um den Tisch und die Stühle zu decken. Ja, aber jetzt, wo die Sonne wieder kommt, dass wir vorbereitet sind, wenn die Leute kommen. Ein Haufen helfen natürlich mit, aber im Zentrum immer der Hans Oppliger. Ja, und das sagen auch immer alle. Der Hans möchte sie so sehen. Er erwähnt immer die anderen, verdankt die anderen. Auf jeden Fall beim Rasseln sehen ihr, sehen sie auch hier beim Interview, beim Ohr, WhatsApp, SMS und so weiter. Und zuerst habe ich gefragt, wie es denn dazu gekommen sei, am Tag 3. Also, Tag 3 vom Krieg. Genau. Es ist am Samstag, am Tag 2, habe ich mal meinem Freund und Kollegen in der Ukraine geschrieben, ob er nicht will, seine Frau und Kind bei uns in Sicherheit bringen, damit, wenn er dann dort eintreten muss, können einfach nicht mehr immer Angst haben, Frau und Kind. Und er hat dann aber eine andere Lösung gesucht, dass er es dort lässt. Und er hat sich dann einteilen lassen, in Zivilschutz kann man dem vielleicht in der Schweiz sagen, dass er die Region verteidigt. Aber nicht als Militärler, sondern die Zivilbevölkerung schützt dort. Da hat der Zelensky ja gesagt, also, ja, sie tragen nicht den Rücken zu, sondern eben die Russen müssen damit rechnen, dass sie Gesichter sehen. Also, ja. Ist die Einstellung geblieben? Also, wir haben jetzt natürlich schon 14 Tage her. Ja. Ganz genau weiss man nicht, was alles wahr ist, weil man sagt ja immer, das erste Opfer von einem Krieg ist die Wahrheit, oder? Und was die Russen rauslassen und was da in den Medien bei uns rumgeistert, du weisst nie ganz genau, was genau stimmt. Und darum ist wichtig, dass wir von Anfang an probiert haben, direkt Leute vor Ort, wo man seit Jahren Vertrauen hat, direkt kommunizieren. Nicht über die eine oder die andere Organisation, sondern wirklich direkt mit dem WhatsApp dort hin. So haben wir direkte Kontakte zu aufbauen. Ist aber relativ gefährlich, oder? Da bist du ständig unter Beobachtung, nehme ich an. He? Man wird schon unter Beobachtung sein. Da. Ja. Aber das ist man wahrscheinlich eh. Aber jetzt ist man sicher mehr im Fokus von allen. Und auf jeden Fall habe ich dann am Sonntagmorgen angefangen überlegen, was wir machen. Weil Pedro hat dann gesagt, wir brauchen Hilfsgüter, wir brauchen das und das, Schutzweste und so Zeug. Weil sie müssen da Zivilisten verteidigen und sie haben kein Material. Die Armee hat Schutzweste, aber sie nicht. Und dann habe ich einfach gedacht, wie machst du jetzt das? Wie könnte man über eine Organisation Geld sammeln da, weil für zum Konto aufzunehmen, musst du ja eine Organisation sein. Das haben wir nicht gehabt am Sonntag. Dann haben wir mit dem Kollegen vom BBV nochmal überlegt am Montag gemacht und der hat einfach gesagt, wir müssten eine unabhängige Trägerorganisation haben. Dann habe ich dann am ersten Montag morgen, Sonntag noch, habe ich Corinne Hansel mal vom W&O gesagt, kannst du nicht etwas machen, einen Aufruf, dass wir anfangen. Montag, der erste
Lastwagen sollte am Montagabend oder am Dienstag abfahren, wäre mein Wunsch gewesen. Und dann hat sie dann etwas gemacht. Am nächsten Morgen war sie im Wehren da. Und dann, am Anfang war sie noch ruhig, aber gegen die 11 Uhr ist zumal, sind die Leute gekommen mit Hilfsgütern. Und wir sind, ich habe dann gegeben ein paar Anreisschen voll Zeug. Und dann sind einfach Palox, das sind Kubikmeter, wie es ist dann Zeug gekommen. Es sind immer mehr Freiwillige, mehr helfen gekommen. Und so ist es losgegangen. Parallel dazu habe ich am Montagmorgen Statuten geschrieben für eine Trägerorganisation. Verschiedene Leute gefragt, machen da mit. Und dann haben wir am Montag Nachmittag eine Gründungsversammlung gemacht. Und am Montag Abend, Viertel ab 5 Uhr, haben wir vom Raiffeisen-Senwald eine Kontonummer gehabt. Die hat dann Corinne Hanselmann am Dienstag in die Zeitung schon. Und dann sind schon Spenden reingekommen. Und die Leute sind unglaublich, das wie die spendet. Also das war Ende Februar, gell? Da ist, ich weiß gar nicht, welches Datum. Wir haben nicht nachstudiert. Ist, ist jetzt nächsten Montag vor zwei Wochen. Ja, eben genau. Und jetzt haben wir den 12. März. Also darf es übernehmen. Das ist also dann innerhalb von eben wenigen Stunden, Tagen ist das entstanden. Ah, die ganze Logistik hier angefangen aufzubauen. Am Montagnachmittag habe ich gemerkt, dass wir mit unseren paar Haarrässchen, etwa drei Paletten voll dieser Haarrässchen, wo wir das Zeug verpacken und dann einmal schicken in einem Büsschen, nie mehr hinkommen. Dann habe ich dann den Rüebli-Verarbeitungsanlage in der Weite oben haben Alex Zock gefragt, kannst du mir nicht einen Laden, einen Karren voller Balloxen bringen, dass wir die stapeln können. Und nach einem Tag waren 44 Balloxen voll gewesen. Und da ist natürlich das meiste jetzt schon weg, gell? Du musst Lastwege organisieren, Transport organisieren. Dann gleichzeitig habe ich am Sonntagnachmittag noch Kontakt aufgenommen, eben mit der Ukrainer-Community hier. Und ich schon lange kenne, seit 25 Jahren, weil ich immer Praktikantenvermittlung und Ausbildung gemacht habe in der Landwirtschaft. Und dann habe ich dann einen Kontakt bekommen von einer Verbindungsperson. Und die ist dann unterdessen am Montag auch gekommen, mich unterstützen. Die ist einmal da, die ist aus der Innerschweiz. Und sie hat uns jetzt auch voll die Logistik von der Ukraine, Lastwagen schicken und dann als Zielgebiet wieder zurück im Westen, wo es noch ruhiger ist. Und von dort aus wird es dann in kleineren Einheiten verteilt in die Gebiete, die es sein sollte. Das war zuerst. Und parallel läuft natürlich jetzt der Flüchtlingsstrom von 2 Millionen, der zum Teil jetzt hier angekommen ist. Also, das heisst mit anderen Worten, jetzt bist du auch vor Ort natürlich hier. Ja, wir haben dann parallel dazu habe ich einfach mal einen Probelauf gemacht am Dienstag, am ersten Dienstag dort. Mein Firmenbüsschen füllen lassen mit Hilfsgütern und einmal geschaut, ob es bis zum Kollegen, sagen wir Pedro, ja, kommt. Und der ist dann einen Freiwilligen da gefahren und ist bis, da hat er nicht mehr rein. Der ist dann, glaube ich, Mittwochabend dort gewesen, oder, nein, Donnerstag ist er angekommen an der Grenze und der Pedro hat dann rausgeschickt, seine Leute, um es an der Grenze abholen. Und das erste Büsschen voll Zeug war dann am Donnerstagabend bei ihm im Zielgebiet, gewesen, im Landgebiet aus. Das heisst, es hat funktioniert. Dann am Mittwoch haben wir, glaube ich, dann den ersten Lastwagen mit 66 Kubikmeter, also Kubikmeter, das sind die Balloxen, die grossen, gefüllt und auf die Piste geschickt, um zu schauen. Parallel dazu hat dann ein Arzt von Buchs mit seiner Frau gesagt, sie wollen einen Kollegenarzt in Kiew unterstützen, der Feldlazarette aufbauen. Und er hat dann von Anfang an, dort vom ersten Dienstag weg, gesagt, komm, wir können zusammenarbeiten. Und wir haben dann ihm geholfen, vier Balloxen war bei uns noch aufladen. Und dann haben sie das Privatauto gefüllt und die Frau ist dann das ganze Gebiet durchgefahren, hinter dem ukrainischen Lastwagen bis auf Lviv, also Lemberg heisst es, hat es früher geheissen, hinten angefahren durch alle Gebiete durch und ist dann am Freitagabend haben sie es ausgeladen. Am Samstag hat sie uns die Filme von dem Lager geschickt und wie sie es ausladen und so. Und sie ist dann unter Schutz wieder bis an die Grenzen rausgekommen, zum Glück, und ist dann wieder da gewesen. Und die haben jetzt unterdessen auch wie eine direkte Hilfslinie mit ihrem bekannten Arzt in Kiew. Und sind jetzt wieder auf dem Weg dorthin.
müssen aufpassen, dass man sagt, oder nicht sagt, wo es hergehen und so. Gell? Genau. Das ist wichtig. Ja. Du bist immer da gewesen. Wir haben jetzt, wie gesagt, den 12. März. Du hast gesagt, du hast diese Nacht 3 Stunden geschlafen. Nein, 3,5. In der ersten Nacht. Und jetzt habe ich, dass ich nicht lupft, habe ich gedacht, jede Nacht eine halbe Stunde länger. Aha. Ja. Aber am ersten Morgen kannst du einfach nicht mehr. Wenn du wach wirst, studierst du also, oder? Am Dienstagmorgen, dann stehst du einfach auf. Und jetzt ist aber, jetzt bin ich gut, oder? Ja. Ja. Wobei wir haben das Gefühl hatten, vorher, wenn du dich beobachtet, bist du ständig auf Drive, ständiger Telefon. Ja, ständig halt, am Anfang sind alle Telefone über das Ohr reingekommen. Und immer wenn einer am Anrufen war, ist im Hintergrund schon der Zweite gekommen. Ja. Also das Telefon ist gelaufen wie blöd. WhatsApp haben sie geschickt, SMS und Mail konnte ich gar nicht mehr beantworten. Ja, ja. Ich konnte gar nicht mehr an den Computer ran. Auf jeden Fall haben sich Freiwillige gemeldet und Elisabeth Fetsch ist jetzt seit einer Woche hier neben mir und tut mir meine Mail anfangen beantworten. Und unterdessen ist ein Lehrling, auch, der ablöst mit Elisabeth. Das sind alles Freiwillige. Und der macht uns jetzt das Internet. Jetzt haben wir seit dem Donnerstagabend eine Internetadresse. Hilfe Ukraine. Und dort kann man IBAN-Nummern schauen, was wir machen. Wir tun jetzt erst, haben jetzt erst angefangen mit Inhalt füllen. Aber wir haben jetzt dort verschiedene Möglichkeiten, wie man es einzahlen kann, wenn man etwas will zahlen. Eben nicht nur über IBAN, sondern auch wie heisst die, BePay und so ja, Zeug. Genau. Über 3 verschiedene Varianten, die ich nicht checke, aber ist ja gleich. Die Leute wollen lieber vielleicht Asen einzahlen. Und das, das läuft jetzt schon. Haben wir gestern einen Probelauf gemacht. Und dort können wir jetzt auch aktuell immer alle Neuigkeiten dann drauf tun auf die Homepage. hilfeukraine.ch. Und gleichzeitig probieren wir jetzt dann diese Homepage nächste Woche auf Ukrainisch und Englisch übersetzen. Dass wir dann 3 Knöpfe haben, oder? Deutsch, Englisch und Ukrainisch. Dass wir immer laufen können. Und auch, wir sind ja immer auch mit der Ukraine im Kontakt, dass die auch lesen können, was wir machen. Mm-hmm. Und unterdessen haben wir Anrufe aus der ganzen Schweiz. Letzte Woche sind sie vom Aargau gekommen mit Anhängern voll. Weil wir haben die direkte Logistik, oder? Das ist der Vorteil. Und wir haben jetzt vom Thurgau gesammelt und vom Badensee und kommen da. Jetzt sollte nächste Woche dann vom Bernbiet Zeug kommen. Vielleicht kann ich das noch sagen. Wir tun jetzt einerseits in der Ukraine. Da haben wir jetzt im Westen, im Landgebiet, haben wir Kontakt mit der Ukrainerin direkt über die Zentralstelle der Regierung, die die Hilfsgüter nachher verteilt. Dann haben wir die Schiene vom Arzt oder, in Kiew. Dann haben wir im Osten jetzt einen Pfarrer, von einem Pastor, hat er gesagt. Und jetzt sind wir dort am jetzt wollen wir dort schauen, wie wir dort raufkommen. Weil dort kommen in seinem Gebiet kommen jetzt eben Flüchtlingsströme gegen, von der Front vorne. Oder? Und er probiert jetzt mit seiner reformierten Kirche diese eben betreuen und zu essen geben, denen zukommen lassen. Und jetzt müssen wir dort einen riesen Lastwagen mal probehalber rauf, um zu schauen, ob wir durchkommen, durch alles durch. Gleichzeitig haben wir jetzt mit der Ursi Schweizer, die hat seit 20 Jahren in Moldawien ihre sozialen Projekte und Altersheim und alles. Sie ist alle zu Moldawien. Und jetzt kommen wir von der Odessa-Region, vom Süden, wo sie dort Mariupol zusammen bombardieren. Da kommen Flüchtlinge in Moldawien. Die sind selber schon mausarm. Und jetzt schicken wir nächsten Dienstag, wenn es aufgeht, 2 Riesenlastwagen mit Hilfsgütern dort hin, auch Nahrung dort hin, damit Moldawier, die jetzt diesen Leuten schauen, die in allen Familien jetzt Leute, die selber nichts haben, fast, dass die ein bisschen unterstützt würden von uns aus. Jetzt haben wir Schiene Flüchtlinge aus einem halben Land, dann im Osten über diesen Kirchenkreis, dann in der Mitte über Medizin und ich habe also in der Nähe von Kiew, aber auf dem Land. Die anderen Schiene, die ich seit 25 Jahren Kontakt habe. Jetzt sind wir einfach mit diesen Vertrauenskanälen aufbauen. Eine riesige logistische Leistung. Darum hast du hier natürlich auch wirklich das Logistikzentrum aufgebaut und bist auf offene Ohren gestoßen. Das ist nur ein kleiner Raum, den wir hier jetzt filmen. Das hat andere Räume, wo eben dann, ja, muss man sagen, auch der Kantonalführungsstab da immer ein bisschen präsent ist. Also, du hast ja, der unterstützt mich einfach, dass man nicht ganz ja.
aus dem Ruder läuft. Aber da ist die Schule schon ein bisschen umfunktioniert. Also im Gartencontainer ist jetzt Sammelstelle und. He? Ja, der Markus Hobby hat uns jetzt grosszügigerweise ja, zwar eben das grosse ehemalige Speissaal halb zur Verfügung gestellt und noch Büroräumlichkeiten. Draussen haben wir Ballox um alles Zeug herum, wo wir unter den Vortag stellen. Jetzt müssen wir dann mal Halle mieten, wo wir die Zwischenlagen können, weil zum Glück hat es nicht geregnet die letzten 14 Tage. Sonst wäre das dort im Vortag flotternass. Hinten haben wir den Container, den die Leute schon kennen, wo alles sortiert wird und palettiert, dass man weiss, in dieser Kiste ist das. Immer auch auf Ukrainisch angeschrieben, oder Deutsch und Ukrainisch. Dann haben wir eben die vom Kanton, die sind voll dahinter, da muss man also Kränzchen winden, wie die blitzschnell reagieren. Über Nacht, gell? Hat, über sagen Nacht, wir mal, eine Regierung hat etwas in Szene gesetzt, wir sagen jetzt nicht wählen, aber er ist mal bei uns da in der Region beheimatet. Bekannt, oder? Ja. Und einer, der das Zeug anpackt, oder? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall haben wir auch von der anderen Regierung gesagt, volle Unterstützung. Und vom kantonalen Führungsstab immer etwas brauchen, helfen sie uns. Und jetzt sieht das Büro da noch aus, das weiss ich jetzt nicht. Es geht jetzt darum, Flüchtlinge, oder? Wir haben jetzt einfach, weil SEM, der Bund, nicht bereit sind, Zahlstätten mit dem Aufnahmezentrum. Und der Kanton hat jetzt die Struktur auch noch nicht gehabt, aber die machen jetzt das schon. Haben wir jetzt eben den Verein, die Flüchtlinge, die gekommen sind, zum Teil am Morgen um 4 Uhr, Familien, oder? Die einfach neben schlafen müssen, haben wir einfach die jetzt vermittelt. Jetzt haben wir die Kollegin Barbara Samo von Sevelen, die hat schon Dutzende und Dutzende untergebracht die letzten paar Tage. Ja. Und das ist ja auch eine Solidarität bei den Leuten. Und das muss man vielleicht sagen bei denen, Ukrainer, die sind eben irgendwie kulturell sehr nahe uns. Also, und vor allem muss man gegenüber anderen Flüchtlingsströmen sehen, das sind vor allem Frauen und Kinder, die zu uns kommen. Säuglinge, oder? Wir die Hause haben jetzt auch 10 Monate mit Mutter und Großmutter und so, wo man jetzt einfach aufnimmt, das sind verletzliche Personen, zum Teil Behinderte, die kommen. Die sind ganz anders. Die kannst nicht einfach irgendwie in ein Asylempfangszentrum, Zahlstätten, aber da müssen sie nicht 8 Stunden warten, sind immer noch nicht abgefertigt. Das kannst du ja nicht machen. Also ein bisschen anständig umgehen mit denen auch noch. Nimmt mich zu Wunder, ob dann tut nächste Woche mit dem Bund, oder? Mit dem SEM. Du rechnest auf jeden Fall für längere Zeit, nicht dass es einen kurzen Krieg gibt, oder? Wie lange der Krieg ist, weiss ich nicht. Ob der Schröder noch etwas angebracht hat gestern, wenn er 3 Stunden mit dem Putin redet. Vielleicht sind wir dann mal froh gewesen, dass er noch einen Draht hat. Man hofft, dass ein bisschen mal wieder Vernunft einkehrt. Also für uns ist, ich sehe das Ziel nicht, warum das etwas soll genützt hat. Auch von Russland her. Von mir her hat es ganz Russland geschadet. Natürlich, das sieht ja niemand. Auch wenn er das die Ukraine einnimmt, dann hat er einen Scherbenhaufen eingenommen Und muss näher zu China rücken. Das sieht eigentlich wirklich niemand. Aber was muss ich sagen, es ist natürlich nicht nur der Putin. Es steckt natürlich auch wirklich noch einige andere Leute dahinter, überhaupt generell hinter dem Krieg. Also, was sagst du denn so zum Botschafter von der Ukraine in Deutschland, der sagt, danke für die humanitäre Hilfe, hat er aber die Leute schon ein bisschen riskiert, aber wir brauchen die Waffen. Also weißt, wie siehst du das jetzt? Weißt, der Ruf nach Waffen, der ja das humanitäre Elend bringt auf beiden Seiten. Ja, Waffen, da kann man, das ist eine philosophische Frage. Es ist ja auch die Frage, soll man in die Armee gehen in der Schweiz oder nicht? Oder? Wenn man ganz vom Jesus würde sicher sagen, man soll nicht Waffen nehmen, oder? Und, aber vom Gewissen her, ich war jetzt auch in der Armee einmal, muss man gleich sagen, wenn so Aggressoren kommen, die einfach die Leute umbringen, dann kannst du einfach zuschauen, oder? Dann begreifen die Ukrainer, dass auch Waffen wollen. Und die werden jetzt einfach abgemetzelt, oder? Und dass man denen, dass er das sagt, begreife ich jetzt in seiner Situation, oder? Man kann schon sagen, wir müssen pazifistisch sein, aber ich glaube nicht, dass der Putin das versteht. Das ist jetzt meine Meinung, nachdem ich jetzt noch ein bisschen zugeschaut habe. Aber man kann das anders sehen. Ja. Also uns bleibt auf jeden Fall einfach wirklich nur den Leidtragenden humanitäre Hilfe. Das ist das, was wir machen können. Ja. Und direkt mit denen, die wir können,
etwas, ja, die Leute haben jetzt auch gespendet, wir können jetzt Nahrung einkaufen, grosse Mengen, wir können es dort hin tun, wo wir gute, vertrauenswürdige Kontakte haben, oder? Mhm. Weil das ist natürlich in diesen Ländern auch nicht alles, oder? Da musst du immer auf, ja, es gibt verschiedene Ströme, wie sagt man, Kräfte, wo nicht nur für die Leute schauen. Auch in der Ukraine sind keine Heiligen, die Akteure, die verschiedenen. Ich meine, die Ukraine ist Kornkammer, oder? Natürlich von Europa. Das ist natürlich, als Landwirt bist du da natürlich nach. Du bist bei der EVP, das ist natürlich auch nach. Und trotzdem frage ich mich, was ist denn das, weißt du, was dich so treibt, ständig mit deinem wirklich Engagement? Humanitärer Art, ja. Was hat die da getrieben? Was hat die einfach so spontan? Der Kollege, okay, aber das allein war es sicher nicht. Aha, angefangen jetzt schon, weil du einfach die Leute kennst. Wir haben jetzt seit 25 Jahren Ausbildungskurs für Ukrainer gemacht. In der gleichen Klasse auch russische Praktikanten. Ich bin seit dem 98 mit den Praktikumssachen. Du kennst die Leute, sind Leute, die sich hier engagieren, die krampfen, oder, auf diesen Gemüsebetrieben und allen Landwirtschaft. Ich kenne es von dieser Seite. Und ich wäre auch froh, wenn ich jetzt flüchten müsste, dass ich dann irgendwo runterkomme und ein bisschen zu essen hätte. Mhm. Und was wir jetzt einfach schauen müssen, das sind alles Leute, die gerne würden, die nicht wollen, dass man den Staat zahlen muss. Die würden es schaffen. Und wir haben auch von der Bauernseite nicht, habe ich seit gestern gesagt, können wir nicht Leute aufnehmen, wir gehen ihnen zu essen, die können sogar ein bisschen etwas arbeiten. Das sind nicht Leute, die einfach profitieren wollen. Die haben gerne Wille aus dem Land raus. Oder? Mhm. Und wir müssen dort eben auch jetzt schauen, dass die alle von Anfang an Kinder in die Schule, dass die Deutsch lernen. Wir haben jetzt auf privater Ebene die Kollegen schon Deutschkurs organisieren für die Leute, die jetzt da sind, also die jetzt die Woche gekommen sind. Und man muss schauen, dass die möglichst schnell Deutsch lernen und dass eben neben integriert werden. Die sind willig, um sich zu integrieren. Mhm. Und da staune ich jetzt, also auch in der Landwirtschaft, weil da Offenheit ist, dass auf gewissen Bauernhöfen habe ich schon Bilder von letzten Sonntag bekommen, wo da 12 Leute am Morgenessen sind, also Flüchtlinge, etwa 6-7 Kinder und erwachsene Frauen und so, die jetzt auf die Bauernhöfe können flüchten können, die früher schon Kontakt hatten. Und zum Teil haben sie ja hier gearbeitet, also Verdenova, beim Beni Heb, haben sie dort auch, Entschuldigung, bei Beni Dürr, ja. Haben sie dort auch gearbeitet, oder? Ja, die haben, das ist der Unterschied. Am Anfang vor allem, wenn in der Ukraine dort, der Kollege hat dann dort im Flüchtlingsheim, wo er Zeug aufgetan hat, hat er gesagt, komm, wenn der Sitz drin im Auto zusammenklappt, komm, ich nehme 7 mit runter. Und dann hat er einen Anhang gemacht am Abend vorher. Und hat gesagt, er fahre in die Schweiz, wenn Flüchtlinge mit. Niemand will in die Schweiz, weil die sind erst raus, wenn sie gewusst haben, wohin. Wenn sie irgendeine Bezugsperson. Also die jetzt kommen, gehen wirklich aus dem, wegen dem Terror. Oder? Mhm. Aber am Anfang haben alle, die ganz schnell geflüchtet sind, gewusst, wohin. Und die einen hat er dann auf München mitgenommen, oder? Weil da haben sie dort Beziehungsnetz gehabt. Die hier im Rintel, die haben ja vor allem jetzt da mit den Schwinger-Connections, genau. Nein, nicht Schwinger, Ringer. Ringer, ja. Die haben ihre Freunde da schon, oder? Auf den die Ringer, oder? Und die sind ja so offen und da ist EVP oder Politik spielt in dem Fall wirklich keine Rolle. Machen alle mit. Die da in dem Team haben ja alle Leute. Mhm. Reines vom Bildungsdepartement hat es ja geheißen, wir tagen jetzt vorläufig noch nicht in die Schule auf, aber bei der Woche 11, das wäre jetzt eben dann in der Folge vom 14. März weg, kommen dann dementsprechende Vorschläge. Man rechnet damit, dass die relativ kurz da bleiben. Also, wie schätzt du das ein? Das bin ich noch nicht so sicher. Die Ukrainer rechnen auch damit. Darum sind auch viele gerne bis zur Schweiz mit. Die haben nur gesehen, rüber. Und die Gemeinde sind gerade vorbei. Wir sind aber da nicht so sicher. Ich denke, das wird noch übler. Also ich glaube nicht, dass jetzt der Putin gerade nachgeht. Aber das ist jetzt meine private Einschätzung. Ja, ich will da nicht schwarz malen. Aber wir müssen jetzt vorbereitet sein, auch vom Bund vor allem auch, dass er mal ein bisschen Fürschi macht. Nicht, dass jetzt da nach 2 Wochen noch nicht anmelden kannst im Flüchtlingsaufnahmezentrum Zahlstätten noch. Oder? Ja. Und wir sind, Kanton St. Gallen ist, die Ostgrenze, wo die Flüchtlinge vom Osten seit Jahrzehnten kommen sie da rein. Genau. Und der Staat, das heisst, ermöglicht es ja jetzt, oder? Der ermöglicht es.
Und der ermöglicht anscheinend auch, dass man ein bisschen etwas arbeiten kann. Ja, also rein theoretisch schon. Rein theoretisch könntest du es sofort arbeiten. Ja. Also nicht müssen, aber dürfen und können. Ich denke einfach, man muss jetzt aufpassen, dass er, eben, weil das eine andere Zusammensetzung von Flüchtlingen ist. Wir haben nicht junge Afghanen, die einfach den Sohn oder so, die am meisten Chancen haben, geschickt haben. Sondern das sind jetzt vor allem Frauen und Kinder. Und die solltest du nicht einfach irgendwo in ein Massenlager schicken, oder? Darum wär's eben, ist das eben positiv, dass so viele Familien sagen, wir machen da gerade noch eine Wohnung frei. Oder, aber das Problem ist, dort muss man dann auch wieder sagen, die Leute dürfen dann auch nicht meinen, sie, wenn sie jetzt einfach ein Zimmer freigeben. Die Leute immer Tag und Nacht im Haushalt, da vertragen dann nicht alle Leute. Mhm. Man sollte dann gut das begreifen, Gemeinden, oder die sagen, wenn es eigene Einheiten sind mit Dusche, WC und Küche separat, dann ist das gut. Aber gerade in der Wohnung, wenn dann Leute, zum Beispiel das Kind halt schreit, das Baby hat noch einen Jock, oder? Der schreit dann vielleicht zur Nacht. Und irgendein stresst vielleicht dann die Leute, die haben sich das vielleicht gar nicht vorgestellt. Darum würde ich jetzt auch empfehlen, jetzt vor allem Gemeinden einbeziehen, eben kantonale Strukturen und nicht die Leute, die jetzt zu viel in Einzelzimmer bei den Leuten in den Haushalten haben. Weil das kommt nicht gut. Du bist auf jeden Fall voll dran. Also, und du hast sonst auch einen Job. Also, wie bringst du das aneinander vorbei? Wie lange geht das? Mein Job? Ich habe ja schon immer nur 60% beim Kanton geschafft, Fachstelle bei Ihnen. Hast du meistens 100 geschafft? Regional. 60% angestellt und 100 geschafft? Ja, das ist irrelevant. Aber ich habe eben zur Beratungsfirma mit Angestellten. Ja, eben. Ritab. Und ich sehe, beim Kanton bin ich seit Ende Januar pensioniert. Meine 60% habe ich abgegeben. Mhm. Und die Firma habe ich noch ein bisschen. Aber die arbeiten jetzt alle selber und unterstützen mich sogar bei dieser Arbeit. Das heisst, ich bin eigentlich fulltime da. Nicht nur tags, sondern auch Nacht. Aber jetzt spielt es sich dann ein. Seit der Kanton so voll das aufbaut, sich vorbereitet, hat es immer besser. Aber zwischenzeitlich bist du schon auf dem Zahnfleisch gelaufen, he? Einfach müde. Nicht mehr so konzentriert. Wenn du hunderte von Telefonen hast, weißt du nicht mehr, mit wem hast du jetzt das gestern besprochen. Das haben vielleicht die Leute auch nicht ganz begriffen, dass sie die Mail nicht beantworten oder alle WhatsApp nicht beantworten. Aber Moment schon, ich habe dir heute Morgen um 6 Uhr geschrieben, da hast du mir ein SMS geschickt, jetzt bin ich da. Ja, habe ja. Also schneller geht es ja nicht. Du bist ja du. Nein, ich habe morgen habe ich mal das Zeug angeschaut, wenn ich noch liege, oder? Ja. Normalerweise habe ich dann einfach, wenn ich verwache, noch liegend halt die Sachen, die ich auch können, beantworten konnte, dann macht die anderen da auch, die mich unterstützen. Die sind ja auch morgen schon anfangen beantworten, genau, oder? Die sind auch, die sind auch voll dran. Bis nach dem Eis. Und ich weiss, du sagst immer die anderen, du verdankst alles und so weiter. Ja. Aber die anderen sagen mir, es hängt wirklich sehr, sehr viel an dem, wie du das angegangen hast. Was ist denn dein grösster Wunsch? So? Mein grösster Wunsch? Dass die Kriege, dass die zur Einsicht kommen in der Ukraine. Nein, in der Ukraine Putin, aber auch, dass der Westen hat auch Fehler gemacht. Weil sobald sich die drin mischen, man kann auch schon sagen, USA und Russland und China, dann hast du einfach ein Fiasko. Da hat man jetzt die letzten paar Jahrzehnte gesehen, in irgendeinem Land, wenn die einfach Stellvertreterkrieg lancieren wollen, dann machen sie es. Und da sind zum Teil beide Seiten schuld. Aber jetzt hier, diese Brutalität, da kann man jetzt schon wieder auf eine Seite zeigen. Und jetzt ist schon mal der erste Wunsch, dass dort möglichst schnell Frieden, mindestens ein Friedens, wie sagst du, Waffenstillstand gibt. Dass man mal kann reden in der Ruhe miteinander. Und zweit wäre, dass die Leute, ich würde vor allem danken. Ich habe ja keine Solidarität erlebt, die letzten Tage. Das hätte ich nie können vorstellen mehr, oder? Und es geht mehr ums Danken auch. Und der Wunsch, dass mich nicht gerade lupft, dass ich noch mag, die nächsten paar Wochen, oder? Ich weiss, ich gehe davon aus, dass es noch ein paar Wochen geht. Ja.
dann. Und, aber jetzt bin ich voll noch selten so gut zu Weg jetzt. Ja. Und die Leute machen voll mit. Du hast jetzt mit dem Danny, mit dem Bruder zusammen, genau, eine Liste gemacht von den Hilfsgütern, die wir hier aufgeschrieben haben, oder? Und du suchst jetzt die. Ich habe jetzt einen Aufruf gemacht für alle Ärzte in der Region Sektion Liechtenstein. Einfach für Berdenberger ganzer Land und Liechtenstein, wo wir einfach für medizinische Hilfsgüter, oder? Ich bin gelernte MPA, Arzthilfe. Und du bist im Vorstand von dem? Ich bin Weiterbildungsbeauftragte von dem Verein. Weiterbildungsbeauftragte, okay. Ja, genau. Und wir wollen mit dem, wir wollen einfach zu den Ärzten kommen, oder? Ich habe mich angesprochen gefühlt, als der Vater gesagt hat, eben, sie kriegen zu wenig medizinische Hilfsgüter. Ja. Und dann haben wir gedacht, komm, mein Bruder Danny, hilf mir. Wir kommen eben nicht medizinisches Zeug zu wenig über. Oder aber du, Karine, ist mal unter uns. Also, du bist ein Kardiolog tätig und dein Vater im Anschlag. Wie schätzt du das ein? Ja, nicht optimal. Gehen wir mal ehrlich sein, er setzt sich unglaublich ein. Man muss auch sagen, dass letzte Woche hat mein Vater wirklich sehr wenig geschlafen. Nein. Also wenn er 4 Stunden geschlafen hat, dann war es wahnsinnig viel. Sagt der Verrater, keines 3 sind es gewesen und jeden Tag ein bisschen länger. Eine Mail an alle Wir haben auch mit meinem Verein, mit dem Schweizerischen Verein von der medizinischen Praxisassistentin, haben wir für die Deutschschweiz allen Arzthilfen in Newsletter reingetan. Eben genau einen Aufruf, dass wir Sachspenden brauchen, Geld und dass gleichzeitig auch medizinische Hilfsgüter, weil das ist das, was wir brauchen von den Ärzten, oder? Weil wir nicht direkt zu den Medikamenten kommen. Ich als MPA kann ich auch nicht schon das machen, was ich jetzt machen kann, was ich in der Hand habe, mache. Und alles andere liegt halt nicht drin. Und darum sind wir angewiesen an den lieben Ärzten, die uns führen, das vielleicht spenden. Darum haben wir geschrieben, der wo bereit ist. Wann hast du das geschrieben? Haben wir es letzte Woche am Dienstag bei allen Ärzten, das Sargans-Werdenberg in dieser Region, über den Ärzteverein. Und in Liechtenstein ist auch am Dienstag oben draußen, über die Ärztekammer vom Liechtenstein. Wir erhoffen einfach, dass viele Ärzte sich angesprochen fühlen und vielleicht auch mal die Zeit nehmen und für uns einmal den Medikamentenstand oder Verwandtmaterial. Manchmal haben sie schränkweise, wo vielleicht einfach Verbände, die umeinander liegen und vielleicht man hat fast bestellt oder liegt einfach so rum. Und jetzt wäre genau die Chance zum Sortieren zuerst. Und haben sie gerade eine gute Sache gemacht, haben sie uns hier der humanitären Hilfe gespendet. Oder? Das wäre eine tolle Sache. Die ganze Familie, gell? Genau. Und du hast gemerkt, Karina, während du geredet hast, hat er schon wieder seine WhatsApp und SMS gecheckt. Ja, ich weiß, er ist sehr beschäftigt. Er ist sehr schwer zu erreichen. Auch. Wenn wir jetzt da, wenn das Herz zuhören würden. Wir haben den Chefberater vom Verein, ist der Felix Herkert von GAMS. Jawohl. Und der ist unser ganzes Leben hat er operiert in Kriegsgebieten, in Afghanistan, alles übergesehen nach dem Erdbeben, in Haiti. Das ist unser Chefberater Medizin, zusammen mit dem Arzt, der jetzt in der Ukraine ist. Der hat zum Teil in Haiti auf dem Rasenuss, oder? Hat er mir gestern geschildert, der gar nicht alles sagen, was er geschildert hat. Offene Brüche und versplitterte Beine hat er alle zusammengeflickt mit einfachsten Mitteln, als Gerätschaften da hinten. Und der hat nur das alles erlebt. Und darum sagen wir einfach, wenn es bald abgelaufene Sachen sind, einfach vielleicht können sie uns das zum Beispiel spenden und können sie gerade Neues kaufen. Und das wäre eben so, da einfach, dass allen Ärzten auch bewusst ist, da wird sortiert, da wird geschaut und es wird nicht einfach geliefert, der Abfall von der Schweiz, sondern es wird geschaut und wir geben uns Mühe. Wir haben Fachpersonen, die das schauen. Und er wirklich nicht Angst hat, dass da wir den Abfall in die Ukraine schicken. Nein, und wir geben uns Mühe. Wir sind Tag und Nacht, so wie wir das sehen. Es ist nicht, dass wir da nur schön auf den Stuhl warm hocken und dann mal schauen, ja, die anderen machen das Zeug schon. Das ist nicht so, oder? Wie geht es dir jetzt in dieser Zeit? Mir geht es sehr gut. Ich fühle mich sehr betroffen von dieser Situation. Auch, denke ich, so, wie mein Vater sich
zu einsetzen. Es ist urschön, dass jemand in der Familie so etwas macht. Und wenn man etwas machen kann, darum habe ich mich so angesprochen gefühlt als MPA, zum Helfen, sind wir da zum Helfen. Oder? Wir brauchen Schienen, Krücken, Sachen, die man könnte brauchen, wenn jemand geschossen wird oder einen Bruch hat. Der kann nicht vielleicht bei mir einfach ins Spital herabplatzieren und sagen, jetzt lässt er mir gerade fliegen und wird operiert. Vielleicht geht es lang, wie es operiert wird. Darum braucht man Schienen, das kann fixiert werden, wie es vielleicht kann er mindestens so sich bewegen und laufen und vielleicht flüchten, oder? Darum sind so wichtige Sachen, dass vielleicht man manchmal denkt, ah, aber das braucht man doch nicht, das braucht man doch nicht. Aber all wirklich viele Sachen werden wirklich gebraucht, oder? Und richtig eingesetzt, wie man gesagt hat, oder? Es wird wirklich sortiert, wir schauen es an. 120 dieser Balloxen voll gehabt, schon parat, alles angeschrieben. Das war letzte Woche gewesen. Letzte Wochenende, also bis am Mittwoch. Und dann ist dann, warte jetzt noch, da ist ein Lastwagen schon vor gewesen, oder? Jetzt muss ich da schauen, wo das Ding ist, sorry. Da ist jetzt letzte Mittwochabend ist einer gegangen und am Donnerstagabend oder Mittag. Das sind ja riesen Lastwagen. Natürlich, das sind riesen Kerne. Du Hans, wenn fährst du mit? Ja, ich habe da zu tun. Ich kann gar nicht weg. Ich darf gar nicht. Wir müssen jetzt hier schauen. Das ist gewaltig, die Kerne. Warte mal, vielleicht sehe ich nochmal. Ich sehe doch da nicht gut. Sorry. Siehst du hier? Am Mittwoch. Mittwoch sind beide da gestanden beim Beladen. Wahnsinnig, ja. Aber wirklich grosse Geschirr. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel jetzt die direkten Feedback. Warte, ich muss es noch finden. Die da nicht so schön. Sorry. Da ist zum Beispiel der Pastor, oder? Darfst du mir den zeigen? Ja, ja. Jetzt mit uns sind, mit den Ukrainern. Ich bin Anatoli aus der Stadt Cherkasse. Ich bin Pastor der Gemeinde und wir helfen jetzt den Flüchtlingen aus den östlichen und nördlichen Territorien der Ukraine. Wir möchten euch herzlich bedanken für die Hilfe, die ihr uns leistet, dass ihr mit uns seid. Wir spüren das. Wir bedanken euch herzlich für diese Hilfe. Sind unglaublich dankbar, gell? Ja. Wir haben da zum Beispiel jetzt vom letzten Samstag, also heute vor einer Woche, ist dann die Frau vom Arzt von Buchs, von Rahel Röck, die ist jetzt im Lager, im Westen. In der Ukraine, wo sie am Abladen sind. Angekommen sind. Wir sind gestern mit den Gütern aus der Schweiz hier angekommen. Es wurde alles abgeladen und hier in dem Verteilungszentrum auf Lager genommen. Von hier aus werden die Güter dann so gut es geht im ganzen Land verteilt. Viele, viele Freiwillige arbeiten hier und kümmern sich darum, dass die Dinge an die richtige Stelle kommen. Es gibt alles Mögliche. Unglaublich, es ist ja. Schon ein Wunsch. Wir haben immer Feedback, denn halt, weil sie auch direkt mitgefahren ist, bis als Ort von strategischer Verteilung. Das ganze Konfliktgebiet lassen sie eben die Ausländer dann nicht mehr, dort, wo es wirklich dann gefährlich ist. Wir wollten auch noch mitteilen, viele Leute haben mich gefragt persönlich, mein Vater, alle wahrscheinlich, die genau hier arbeiten, kommt wirklich Ware an, weil, bis an der Grenze, ist das wirklich, gehört das, mal ist das, mal ist das. Ware kommt wirklich an. Jetzt sind wir gerade Bestätigung durch Bilder und Videos. Es kommt wirklich an, dort, wo gebraucht wird. Und wird nicht unter der Hand geschoben, sondern wirklich verteilt an den Leuten, die es braucht. Einfach, dass alle vielleicht. Und darum, Dankeschön, weil es kommt wirklich an. Wir können im Moment Lastwagen, oder? Fahrt wirklich bis ans Land rein. Also, super. Endlich sollten wir mal die erste Gruppe auf Altstädte bringen für die Registration. Ist bis dann mein Bus wieder rum? Dein Fiat wäre natürlich gerade prädestiniert. Der ist jetzt noch auf dem Weg. Ist er noch auf dem Weg, ja. Ja, der ist wieder gekommen. Vom Doktor. Weg. Genau. Ja, wir schauen. Sepp ist erst nächste Woche. Ja, dass man Sepp mal kriegt. Ja. Ich zeige noch geschwind zeigen, was jetzt hier abläuft. Seit letztem Mittwoch haben wir beschlossen, dass wir auch den Flüchtlingen, die außerhalb des Landes sind,
helfen. Und dass man mit den Kontakten von der Ursi Schweizer eben auf Moldawien helfen, weil dort kommen jetzt ganze Flüchtlingsströme rein. Darum sind wir jetzt schon Moldawien-Christen bereit machen. Und da hat es einfach, wir schauen immer Moldawien, Windeln und immer auf Ukrainisch, oder? Taschentücher und so binden. Und da haben wir zum Beispiel Lebensmittel, Moldawien, da kommen Düwe, das ist immer übersetzt, oder? Lebensmittel, Hygienematerial, Kindernahrung, Pampers, Spielsachen, das ist wieder ein für Moldawien. Und so ist die Idee, dass wir bis nächsten Dienstag zwei grosse Lastwagen voll haben, unter anderem auch mit grossen Mengen an Nahrung, oder? Die Lastwagen kommen von Kollegen, die in Bernbiet schon am Sammeln sind jetzt. Die füllen dort ihre Balloxen. Und dann kommt der Lastwagen zuerst auf St. Gallen. Dort haben wir auch noch einen Haufen Balloxen von der Stadt, die kantonal gesammelt worden sind. Die hatten auch einen Einsatz gehabt. Und nachher füllen wir es hier. Und wenn wir noch nicht voll haben, haben wir hinter dem Ding dann noch ganz viele Balloxen, die wir als Rückstellung haben, wo wir dann einfach zwei volle Lastwagen können abschicken können. Nächsten Dienstag, Mittwoch wäre das Ziel. Da steht immer, wie viele das drin sind, machen wir ein Inventar, was auf dem Karren ist. Dann nachher tun wir vom Verein ein Begleitschreiben, der Kanton tut ein Begleitschreiben dazu. Und eine Speditionsfirma gibt uns dann noch die Formular T1, die man haben sollte, dass man sieht, dass man, was man hier auf dem Lastwagen hat. Wegen, sozusagen wie ein Passierschein. Aber die Regierung von Kanton St. Gallen gibt dann ein Empfehlungsschreiben, dass das und das unter dem Flaggen durch Europa reist für den Zweck. Es ist unglaublich viel zusammengekommen hier am Rheinhof-Saletz innerhalb von zwei Wochen. Viel, viel Waren, die jetzt sortiert werden müssen, angeschrieben werden. Es ist auch viel Geld zusammengekommen. Schätzungsweise sind in den ersten 17 Tagen bereits über 200'000 Franken. Die Hilfe von allen ist wirklich spürbar. Von den Schweizerinnen, von den Schweizern, aber auch von den Ukrainern, die bereits da sind. Sie wollen auch helfen, am liebsten gerade jeden Tag. Diese Familie ist mit dem Privatauto angereist und hat sich hier eben angeboten für die Hilfe. Yeah? Mm, and my brother yeah, is here? Yeah, sure. Mm. Monday or Tuesday? Oh, okay. Only 2 days? Okay. Yeah, we can make Monday, yeah? Oh, okay. Monday. And then Mama Mittwoch. Mm-hmm. And Friday. Oh, okay. Is that good? And from here is the... Yeah, it's square. And 4 hours. Yeah. Okay. Von Monday to Thursday is this time and Friday and Saturday is this time. Okay. We go at 9? Yeah, here. Okay. But maybe we have a lot of work and maybe it's so how today. Okay. It's,